Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. Ihr habt die Aufgabe gehabt, f' an der Stelle 1 zu berechnen, wenn die Funktion lautet 2x minus x. Nun, das Ganze mit der H-Methode, das heißt, wir binden den Differenzenquotienten aus Differentialquotienten. Das heißt, f' die Ableitung an der Stelle 1 der Funktion f oder die Steigerung der Funktion im Punkt 1, x gleich 1, ist definiert als der Limes h gegen 0 vom Quotienten f von 1 plus h minus f von 1 durch h. Das ist im Prinzip das Steigungsdreieck, das wir mit der Breite h, wobei h gegen unendlich gehen soll. Setzen wir das alles mal ein, dann haben wir hier stehen Limes h gegen 0 von, wir müssen 1 plus h einsetzen, also 2 mal 1 plus h ins Quadrat minus 1 plus h und das Ganze minus den Funktionswert an der Stelle 1, also 2 mal 1 ins Quadrat gibt 2, minus 1 gibt 1, also hier minus 1 durch h. Nun, wir rechnen das alles mal ein bisschen weiter aus. Limes h gegen 0, 2 mal binomische Formel, 1 ins Quadrat ist 1 plus 2h plus h Quadrat minus 1 plus h minus 1 durch h. Dann können wir das ja auch noch ausmultiplizieren. Limes h gegen 0, dann steht da 2 plus 4h plus h Quadrat, kann ich zusammenfassen zu minus 2 plus h. Ja, wie Klammer natürlich, also bleibt hier auch ein minus h durch h. So, dann fassen wir das mal komplett zusammen. 2 minus 2 fällt weg, 3h minus h, 4h minus h gibt 3h. Das heißt, wir haben 3h plus h Quadrat durch h. 2h Quadrat. So, nun, ihr wisst es ja noch aus dem anderen Video, wir müssen die h's ausgleichen, oder in dem Fall können wir das direkt sogar so kürzen. Limes h gegen 0 von 3 plus 2h. Ich kann hier kürzen und hier kürzen. In der Summe kann man dann kürzen, wenn ich das h im Prinzip ausklammern kann. Ihr könnt euch vorstellen, ich klammere hier ein h aus, dann steht hier noch 3 plus 2h. Und dann kürze ich die h's, dann steht nicht nur noch das 3 plus 2h da. So, diesen Grenzwert zu bilden ist recht einfach. Wenn h gegen 0 geht, geht 2 mal h natürlich auch gegen 0. Das heißt, hier bleibt schlussendlich nur die 3 stehen. Somit ist f' an der Stelle 1, einfach 3. Nun, schaut mal wieder auf www.lyrella.de vorbei. Bis bald.